Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt auf ein Video reagieren, wo es um Roos und Manuelsen geht. Vorab muss ich sagen, dass ich sehr, 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 sehr schade finde, dass die zwei sich verstritten haben und dass es da Beef gibt. Weil ich glaube, die kennen sich wirklich schon sehr lange. Haben sehr viel miteinander durchgemacht. Das ganze Ruhrpott damals. Roos hat Studio gehabt. Die haben gesungen, die haben dies, das gemacht, so. Und jetzt ist es irgendwie durch die Sache mit Sinan und so. Videos wurden gemacht, Livestreams wurden gemacht. Der eine hat sich angegriffen gefühlt. Der andere hat so reagiert, reagiert, reagiert. Und jetzt ist es anscheinend irgendwie eskaliert. Finde ich sehr, sehr schade. Um uns einen Überblick zu verschaffen, gucken wir jetzt das Mr. Rap-Video an. Und schauen mal, was da genau passiert ist. Manuelsen und Roos eskaliert die Situation weiter. Nach dem vorgestrigen Ansagestatement von Manuelsen an Roos reagiert nun Roos selbst auf einzelne Aussagen von Manuelsen. Manuelsen wiederum ist zeitgleich live, reagiert auf Aussagen von Roos und haut unter anderem raus, er werde Roos beerdigen und den Ruhrpott brennen lassen. Was, Mann? Scheiße. Voll traurig, Mann, ich schwör. Ganz schön brenzlig alles. Wir schauen es uns jetzt im Detail gemeinsam an, aber erstmal ganz kurz Werbung. Zwischen Manuelsen und Roos ordentlich hin und her. Zeigte sich Roos erst in einem Live-Telefonat mit Manuelsen einfach nur enttäuscht von dessen Reaktion, schaukelt sich diese ganze Sache vor allem in den letzten Tagen immer mehr hoch. Denn immer wieder sprechen beide Seiten. Das Telefonat habe ich auch noch gesehen. Was dann wiederum zu gegenseitigen Reaktionen führt und so weiter. Vorgestern Abend dann eskalierte die Situation zum ersten Mal so richtig, denn Manuelsen haut in einem Instagram-Livestream Dinge raus, wie das Verhalten von Roos sei an Ekelhaftigkeit nicht zu toppen und so weiter. Auf diese Ansagen von Manuelsen reagierte dann wiederum gestern Abend, wie in dieser ganzen Thematik halt schon seit einer Woche ist der Fall ist, Roos auf Twitch. Nachdem hier Roos zu Anfang sagt, er habe überlegt, ob er überhaupt darauf eingehen solle und raushaut, dass es für die Zuschauer natürlich Entertainment sei, für ihn allerdings die ganze Sache weitaus ernster sei. Ja, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, Mann. So, für die Zuschauer und für die Leute, die darauf reagieren, unter anderem ich auch, ist es halt Entertainment und wir gucken uns das an, aber ich spüre da auf jeden Fall auch, ich bin da schon deeper drin, so. Also für mich ist es nicht einfach nur Entertainment. Ich finde es generell immer sehr, sehr schade und traurig, wenn Menschen, die privat befreundet waren und sich geliebt haben. Ich mag das Wort Liebe, auch zwischen Männern, auch wenn es nicht sexuell ist, geliebt haben und dann irgendwie streiten, es auseinandergeht und es dann in die Öffentlichkeit reinkommt. Das finde ich immer schade und traurig und ich mag das nicht, feiere das auch nicht. Roos, er habe bisher immer versucht, in dieser Sache mit Manuelsen nicht noch weiter draufzuhauen, sondern einfach zu erklären. Aber das sei ihm wahrscheinlich auch nicht immer gelungen. Und ab da nimmt sich Roos dann einzelne Aussagen von Manuelsen vor. Zunächst einmal hatte Manuelsen in seinem Statement gesagt, Roos halte diese ganze Sache mit seinen Statements noch am Leben und würde versuchen, Manuelsen hier als Sündenbock darzustellen. Dem widerspricht Roos dann und sagt zum einen, er selber mache nicht aus dem Nichts irgendwelche Statements oder sonst was, sondern reagiere immer nur auf Dinge, die Manuelsen in der Öffentlichkeit sage. Wenn Manuelsen sage, Roos solle den Namen Manuelsen aus dieser ganzen Sache rauslassen, dann solle Manuelsen doch ganz einfach aufhören, über diese Sache zu reden, dann müsste Roos das auch nicht immer wieder gerade rücken. Denn laut Roos gäbe es in der letzten Woche keinen Live-Auftritt von Manuelsen, in dem dieser nicht immer wieder über das Thema gesprochen habe. Es sei für Roos auch kein Spaß mehr, wenn Manuelsen jetzt beispielsweise Semine pushe, denn das mit ihr sei kein einfacher Internet-Hin- und Her-Beef, sondern Semine habe von Anfang an viel zu hart gegen Sinan geschossen und unter anderem eine Telegram-Gruppe erstellt, wo dann in dieser Gruppe unter anderem auch die Adresse von Roos Familie geleakt worden sei und so weiter. Das alles sei für Roos nicht mehr cool. Ach echt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also in der Telegram-Gruppe von Semine wurde die Adresse von Roos Familie geleakt? Was ist nur los mit diesem Internet? Was ist nur passiert, Freunde? Sagt Roos, er. Internet bringt so viel Leid auch. Ich schwör's dir. So viele negative Vibes. So, es hat halt zwei Seiten, ne? Die Medaille Internet.
gar nicht Manuelsen als Sündenbock darstellen oder ihm die Schuld für diese ganze Sinan-Thematik geben, aber Manuelsens Entfolgen plus dieses Statement seien halt Faktoren in diesem ganzen komischen Verlauf gewesen. Manuelsen könne das doch nicht abstreiten und sagen, Roos versuche hier auf den Namen Manuelsen Twitch Money abzugreifen und gleichzeitig sagen, sein eigenes Entfolgen sei doch irrelevant. Generell zu diesem Vorwurf, Roos wolle jetzt nur Geld machen mit dieser ganzen Sache und es gehe Roos auch überhaupt nur um seine eigene Karriere und nicht um Sinan, erwidert Roos zunächst ironisch, dass es natürlich sein großer Wunsch gewesen sei, dass so ein Vorwurf gegen seinen Bruder im Raum stehe, die Adresse seiner Eltern geleakt werde und seine Mutter auf der Arbeit besucht werde, damit er jetzt damit das große Twitch-Money machen könne. Also, das will keiner, glaube ich, oder? Wer das möchte und wer das fordert, der ist krank. Der ist krank. Der ist wirklich krank. Einer sagt, nicht das Internet ist schuld, sondern die hässlichen Menschen. Ja, Ja, würde ich dir eigentlich zustimmen. Das Tool halt, ne? Das Tool wurde dann halt böse genutzt. Man könnte das Internet auch rein positiv nutzen, aber es wurde missbraucht. Aber ich glaube schon, dass das Internet auf jeden Fall auch ein bisschen dazu beigetragen hat. Nicht nur die Menschen sind schuld. Wenn ich so kurz reflektiere. Später sagt Roos dann auf diesen Karrierevorwurf zunächst, wenn es ihm wirklich nur um seine eigene Karriere gehen würde, hätte er selbst einfach Sinan entfolgt, seinen eigenen Sponsoren gesagt, er habe mit seinem Bruder eh nichts mehr zu tun und hätte sich in dieser ganzen Sache bedeckt gehalten, damit er eben nicht in Verbindung damit gebracht werde. Weiter dreht Roos dann diesen Vorwurf quasi um und fragt, wenn das Sinan-Video rauskommt, Manuelsen ihm dann direkt entfolgt plus ein Statement abgibt, direkt danach plötzlich auf einem eigenen Twitch-Channel in Sinans Streamraum ohne Sinan sitzt und Sinans Cutter für sich schneiden lässt, wem gehe es dann wirklich um seine eigene Karriere? Generell kritisiert Roos auch, dass sich Manuel... Krass, hat er das so rausgejobbt oder was, der Roos? ...widersprüchlich verhalte. Im Laufe des Streams bezeichnet Roos es auch als schizophren. Denn Manuelsen sage einerseits, Sinan habe die Vorwürfe entkräftet und die Leute sollten Sinan glauben, sagt aber... Die reden halt, die werfen sich halt jetzt die Sachen, die man eigentlich privat sich unter Freunden an den Kopf wirft, werfen die sich halt in der Öffentlichkeit an den Kopf, so, ne? Das tut weh. Mir tut es weh, ich mag das nicht. Ich fühl's nicht. Gleichzeitig noch, er wolle sich weiterhin von dieser Sache distanzieren und damit nichts zu tun haben. Roos fragt dann hier, von welcher Sache denn distanzieren, wenn es doch keine Sache geben würde, vorausgesetzt man glaube Sinan. Manuelsen versuche laut Roos demnach auf zwei Hochzeiten zu tanzen, indem er einerseits sage, er sei der Erste gewesen, der gesagt habe, Sinan sei nicht so einer und so weiter und gleichzeitig aber auch der Erste gewesen sei, der Sinan entfolgt sei und ein Statement abgegeben habe. Roos fragt dann hierzu, warum... Ganz komische Werbung eben, ne? ...nicht einfach jetzt sagen könne, es tue ihm leid und wenn er das nicht wolle, dann solle er doch zumindest zu seinem Distanzieren stehen. Er könne aber nicht der beste Freund der Welt sein und sich gleichzeitig distanzieren. Hier geht Roos noch ein wenig weiter, sagt Manuelsen, schmeiße nämlich 20 Jahre Freundschaft auf den Müll, weil er nicht einmal reflektieren könne und einen Fehler eingestehen könne und haut außerdem raus, Manuelsen sei im Moment nicht der Typ, dessen Freund Roos 20 Jahre lang gewesen sei. Er kenne ihn mittlerweile nicht mehr. Ein weiterer Vorwurf von Manuelsen war, dass Roos sich jetzt als großer Bruder aufspiele, aber in Wahrheit quasi Sinan in den letzten Monaten im Stich gelassen hat. Krass, Digga, krass, 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 krass. Ich glaube, das Statement, was wir uns gestern von Sinan angeguckt haben, ist von der Timeline her nach dem allen, ne? Und Sinans Worte waren ja, also gingen in die Richtung auch so, dass er auf jeden Fall aus dem Weg räumen will, dass Roos irgendwie eine komische Intention verfolgt oder ihn hängen lassen hat und so. Nichtsdestotrotz hat Sinan in seinem Statement immer noch versöhnliche Worte in Richtung Manuelsen gedroppt und gesagt so, ja, Manuelsen ist vielleicht doch emotional gewesen und hier und wir sind so lange befreundet und ich werde mich jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit hinsetzen und darüber reden und das rausdroppen oder beleidigen oder so. Und diese Herangehensweise von Sinan, muss ich sagen, finde ich bis jetzt von allen am besten. Was jetzt nur, wenn es jetzt nur um Freundschaft geht, so, weißt du? Gar nicht reden in der Öffentlichkeit. Niemanden irgendwie hinstellen in der Öffentlichkeit, sondern alles privat klären. Hätte, glaube ich, allen Parteien am besten getan. Und dem Thema auch am besten getan. Ja, gar keinen Kontakt gehabt hätten. Hierzu erwidert Roos dann, dass Sinan ja über 30 Jahre alt sei und doch wohl auch klarkommen würde, wenn er und Roos mal ein paar Monate keinen Kontakt haben würden. Außerdem sei Roos ja auch sowieso im Hintergrund weiter für Sinan da gewesen.
Das nächste Argument von Manuelsen, was er für sein Distanzieren gegenüber Sinan in seinem Stream anbrachte, war, dass die Dinge, die dort im Raum gestanden hätten, für das Jugendamt gefundenes Fressen seien. Hierzu wiederum fragt dann Roos, ob es dem Jugendamt aber gleichzeitig egal sei, dass Manuelsen mit der halben Unterwelt abhänge oder diesen Bernhard und Bianca Livestream gemacht habe. Dieses Bernhard und Bianca Ding war ja gemeinsam mit Sinan entstanden und ging, wie auch... Oha, Digga, was die alles jetzt raushauen, Bro. ...zahlreichen anderen Stream-Highlights von Manu und Sinan viral sein Vater. Und generell, hierzu sagt Roos dann weiter, wer auch immer Manuelsen beraten habe, so auf diese Sinan-Thematik zu reagieren, wolle offenbar nicht, dass Manuelsen groß werde. Denn er und Sinan hätten kurz vorher noch gemeinsam den Mega-Hype gehabt und seien eigentlich auf dem Weg gewesen, auf Twitch auf ein Knossi oder Montana Black-Level zu kommen. Dies aber habe Manuelsen mit seiner Reaktion Sinan gegenüber zerstört. Ein weiteres Argument von Manuelsen war ja, dass PA Sports ebenfalls Sinan entfolgt war, aber darum keine große Welle gemacht werden würde, was Manuelsen damit begründete, dass für Roos offenbar PA mehr wert sei als Manuelsen. Roos allerdings erwidert hier, dass das Entfolgen von PA anders gewesen sei, denn PA habe vorher angerufen und sei danach still und leise entfolgt, ohne ein Statement abzugeben. Irgendwann im Laufe des Streams wird Roos dann darauf aufmerksam gemacht, dass Manuelsen offenbar gleichzeitig in seinem Stream den Roos-Stream schaut und angeblich ausrastet. Zu Manuelsens Aussagen hierzu kommen wir gleich, aber passend hierzu bekommt dann wiederum Roos irgendwann in seinem Stream offenbar einen Anruf und verabschiedet sich kurzzeitig aus seinem eigenen Stream mit folgenden Worten. Okay Leute, es geht wohl los, ich muss kurz telefonieren. Dann verschwindet Roos, nach 10 Minuten kommt er wieder und sagt nur, was denkt ihr denn, mit wem ich telefoniere? Filme alles. Eine Art abschließendes Statement kann man dann wohl darin sehen, dass Roos sagt, von ihm aus könne man die Sache mit Manuelsen aus der Öffentlichkeit rausnehmen, er selber würde nichts mehr weiter dazu sagen, wenn auch Manuelsen einfach nichts mehr dazu raushauen würde. Wenig später gibt es dann bei Roos noch einen kleinen Flair-Call. Flair wiederum wurde ja ebenfalls in dem Manuelsen-Statement erwähnt und als selbsternannter Retter in Not betitelt, welcher jetzt plötzlich in den Streams immer irgendein Knowledge droppe. Außerdem erwähnte Manuelsen hier eine ältere Beef-Geschichte mit Flair. Flair wiederum sagt dann in seinem Telefonat mit Roos spaßeshalber, er könne ja jetzt mal ein bisschen Knowledge droppen und sagt dann, Freundschaft sei immer bedingungslos. Generell sollten Roos und Manuelsen das laut Flair doch einfach klären, sie seien doch Kumpels. Auch sagt Flair, er verstehe nicht, wieso jetzt sein Name wieder ins Spiel komme, aber wenn Manuelsen sage, er wolle nicht, dass man seinen Namen benutze, könne Flair das nur so zurückgeben. Auch sagt Flair, keiner habe hier Angst, Manuelsen solle dadurch ruhig seine Drohungen aussprechen. Und damit kommen wir jetzt zur Livestream-Reaction-Inception, denn wie schon gesagt, während Roos live war und auf den älteren Instagram-Livestream von Manuelsen reagierte, ach du Scheiße, Digga. Zeitgleich Manuelsen auf Twitch live und reagierte, wenn auch nur kurz, auf den in diesem Moment stattfindenden Livestream von Roos. Manuelsen... Mit Mola wieder, oder was? ...haltete nämlich bei Roos rein, als Roos gerade darüber sprach, dass es doch zeitlich gar nicht passen würde, wenn Manuelsen sage, Mois habe es abgefuckt, dass Manuelsen mit Sinan streamen würde. Hierzu sagt Manuelsen einfach nur, dass Roos lügen würde und haut raus, Roos tue gerade alles, um die Leute an sich zu binden, Geld zu verdienen und die Wahrheit zu verdrehen. Weiter haut Manuelsen raus, keiner solle ihn jetzt mehr anrufen, er würde mit niemandem mehr reden, er wolle nicht Manuelsen heißen, wenn er Roos nicht heute Abend noch beerdigen werde und kündigt an, das Ruhrgebiet heute Abend brennen lassen zu wollen. Roos, der in seinem Stream auf diese Aussagen von Manuelsen hingewiesen wurde, sagte dazu nur, dass man diese Drohkulisse, die Manuelsen aufbaue, ja schon kennen würde und man mit Manuelsen gar nicht mehr reden könne. Manuelsen wiederum kündigte in seinem Twitch-Livestream an, diese quasi Beerdigung von Roos nicht bei Twitch, sondern bei Instagram machen zu wollen. Ob dieser Instagram-Livestream von Manuelsen dann tatsächlich noch kam, weiß ich leider nicht. Bisher befindet sich nirgendwo ein mögliches VOD, was man anschauen könnte, was auch immer. Falls noch was auftauchen sollte, sprechen wir Montag darüber. Ansonsten schreibt mir doch gerne eure Meinung zu dieser ganzen Thematik in die Kommentare. Und bis dahin war's das von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Du hast meinen Kopf gefickt gerade mit deinem schnellen Gerät und diesen ganzen tausend Namen und so. Ey, scheiße. Also ich finde das nicht gut, dass die beiden Stress haben und dass die sich so eine Sachen an den Kopf schmeißen in der Öffentlichkeit. Mag ich nicht, Digga. Fühle ich nicht, feiere ich nicht, prägt mich auch nicht. Weil ich eigentlich beide auch mag. So.